Also ich weiß nicht, irgendwie auch wenn die Audioaufnahme so ein bisschen komisch aussieht gerade, es scheint doch die normale Aufnahmelautstärke zu sein. Das ist die Vorbereitung zu einer Rettungsmission, in Anführungszeichen Rettungsmission. Ich wollte ja mein Zeug noch wiederholen, das ist ja alles so ein bisschen abhanden gekommen. Und da müssen wir doch mal schauen. Also ich habe mir eine Spitzhacke gemacht, nehme ich mir gerade noch mal ein bisschen was mit, dass ich ein bisschen was zu essen habe unterwegs. Und dann wollen wir doch mal sehen, dass ich mein Zeug wiederfinde, weil so kann man das ja nicht stehen lassen, was da letztes Mal passiert ist. Ne? Das ist jetzt hier eine Extra-Folge. Nicht in der normalen Regel. Ich nummeriere sie aber wahrscheinlich doch, glaube ich, auch normal. Einfach nur, damit es dann da eine Regelmäßigkeit drin gibt, was die Bezeichnung angeht. Sonst müsste ich die irgendwie extra special oder sowas nennen. Das lasse ich an der Stelle einfach. Ich werde sie ganz normal nummerieren und ganz normal veröffentlichen. Nur halt als ja, zweite Folge zusätzlich zur Regelmäßigkeit am Wochenende. Und von daher denke ich, ja, läuft, ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde gar nicht viel machen, sondern nur eben kurz mir ein bisschen Brot machen und dann einfach das Zeug wiederholen, was ich verloren habe. So. Ja, war klar, dass da einer überbleibt. Warum auch nicht? Na, wo ist es denn jetzt hin? Ja, gut, okay. Was? Ach, da. Was auch immer. So, rein damit. Oh, hier ein Schlückchen trinken. So, jetzt heißt es kurz warten. Denk, das werde ich kurz einfach einmal schneiden. So, ich denke, das sollte ausreichend sein. 12 Brote, das passt. Eins werde ich gleich nochmal essen. So, volle Energie. Zwei am besten. Jetzt warten wir die eben beide noch ab und dann geht's wieder runter in den Keller und es wird wieder in der Höhle rumgelaufen. Gut, ich weiß ja ungefähr grob, wo es lang geht. Ich hatte mir das letzte Video jetzt nochmal angeschaut. Hab da auch gesehen, die Koordinaten hatte ich mir ja zeitweise eingeblendet. Ich weiß also ungefähr, wo es ist. Hab jetzt aber nicht weiter nachgeguckt. Das heißt, es finden wir so irgendwie auch anders. Und dann geht das los. Also wie schon gesagt, diese Folge besteht wirklich nur daraus, dass ich wirklich einmal gucke, dass ich mein Zeug wiederbekomme. Werde jetzt auch nicht groß Höhlentour oder Höhlenforschung machen, sondern wirklich einfach nur einmal versuchen, den Weg nochmal nachzuvollziehen, wo ich denn war. Oh, ein Miesemonster. Kommt das denn her? Gut, komm mal her. So. Oh. Ah, da gleich mal. Hat sich ja doch schon gelohnt, die Höhlentour. Ja. Also, ja, hier längs, hier längs. Da längs? Hier längs, ne? Von wegen, ich weiß, wo es längs geht. Doch, hier war das. So, dann. Wie schon gesagt, so ganz im Groben weiß ich ja, wo es war. Nur noch hier hochkommen. Gut. Hier runter. Mobs Trooper not defined. Ich dachte, ich hätte das entfernt. Naja, gut. Habe ich anscheinend nicht. So, dann war das hier längs. Na, hier runter. Dann hier vorbei, hier längs. Hier hinten runter. Ja, von wegen Orientierung wie eine Bockwurst. Ich kann mir alles merken. Ich weiß ganz genau, wo es längs geht. Naja, fast. Irgendwo müssten auch zwei Blöcke. Ja, zwei Notes in der Wand sein. Da hatte ich mich dann versteckt vor dem Viech. Dungeon Keeper, Dungeon Master, Ding, Zeug, Viech, irgendwas. Da oben war das, ne? So. Na komm. Dann hier hinten längs. Na, hier waren die. Gut. Was auch immer. So. Ja. Na, dann wäre es fast wieder passiert. Schön. Fängt gut an. Rettungsaktion und so weiter. So. Nee, hier waren wir ja letztes Mal dann stecken geblieben, ne? Weil ich hier nicht hochkam, weil ich keine Hacke hatte. Hier war es auf jeden Fall nicht. Dann war das die andere Seite, wa? Gucken wir doch mal. Na. Da oben. Das heißt, hier hochbauen. Oh,
ja, so, 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 so. Da war das nämlich hier. Hier auch nicht, nein. Hier runter. Das weiß ich noch. War das hier? Nein, hier war das nicht. Das war hier irgendwo. Nee, da bin ich ja gerade nur runtergefallen schon. Jetzt finde ich da das Loch nicht mehr. Findest du das Loch nicht? Ja, genau. War das doch hier, ne? Nee, war doch nicht hier. Wo war das denn? Hatte ich mich hier irgendwie reingebaut oder sowas? Nee. Da hinten war auf jeden Fall irgendwie was, ne? Jetzt gucke ich doch nochmal lieber nach. Ich grab mich hier einfach mal durch. Irgendwie bin ich dann unter dieses Lava-Ding gekommen. Na, da waren noch diese komischen Blöcke da hinten, wo ich noch dachte, oder die komischen Notes da hinten, wo ich noch dachte, na nu, das sieht so komisch aus. Hier habe ich mich verlaufen. Ja, dankeschön. Hoppa. Fast schon wieder reingelaufen. Hier links. Also hier war ich zumindest irgendwo schon mal. War hier das komische Wasser? Ja, ne? Ich glaube, hier war das Wasser. Ich glaube, das ist da hinter mir einfach wieder zusammengefallen, so ein bisschen. Das war schon richtig hier. Nur mal kurz nochmal schauen, dass ich mir so ein bisschen den Weg wieder öffne nach unten. Aber das war schon so. Jetzt müsste das nur noch abfließen, dann könnte ich da nämlich auch mal gucken. Ich bin hier auf jeden Fall, hier oben war das Wasser und ich bin hier runtergegangen. Hier auch mal zumachen, dass das hier wegfließt. Genau, na, da geht's dann nämlich runter. Das hatte ich letztes Mal irgendwie, warum auch immer, das hinter mir zusammengefallen ist, alles wieder. Gut, folgen wir mal der Lava. Mr. Lava Lava. Ja, ist nur einmal lustig, ne? Ups. Schlückchen trinken. Ja, es ist alles vollgelaufen hier anscheinend. Naja, gut. So, der Weg stimmt auf jeden Fall, das weiß ich. Ist tatsächlich alles vollgelaufen hier. So, doch noch ein bisschen was mitnehmen. Naja, zumindest sind dann die ganzen Mopsidoten sind alle tot. Das ist auch schön. Ups. Da ist gerade was in Flammen aufgegangen. Oh Gott, ist das finster hier. Ich hätte mir vielleicht ein paar Fackeln mitnehmen sollen. Ich glaube, das wäre ganz gut gewesen. So, egal. Hier sind auch Fackeln. Hier runter. Hier bin ich rein. Und da war dann das, irgendwo das andere Viech. So, hier außen rum. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt gucken wir doch mal. So weit runter ging das hier, ne? Habe ich hier eigentlich was erkundet? Nee, ne? Ich glaube, ich bin dann da irgendwo einfach außen rum gelaufen, wieder hoch. Aber ich nehme hier gleich mal so ein bisschen noch was mit. Irgendwo war diese Endbosshalle doch, ne? War das hier? Ne, hier habe ich nicht weiter erkundet. War das die andere Seite, ne? So. Gott, ah ja, hier war das ganze Eisen, wo ich noch sagte, so viel Eisen hier. War das hier? Nein, hier war das nicht.
Schön, einmal im Kreis gelaufen. Ich finde das, keine Sorge, ich finde das noch. Bin wahrscheinlich schon dreimal dran vorbeigerannt. War das da oben? Nee, von hier bin ich gekommen, ne? Genau, hier bin ich rein, hier bin ich runter. War das dann hier längs? Ich glaube, das war hier längs, ne? Ja, genau. Das war hier außen rum. Ach du Scheiße. Nein. Hier. Da, guck hier. Hier, gefunden. 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 Und ganz ohne dem Viech zu begegnen da vorne. So. Dann gehe ich mir mal mein Zeug wiederholen, würde ich sagen. Mal gucken, wann mir die Lava entgegenkommt. Boing, boing. Hier war die Zwischenhöhle. Und hier drüber war dann irgendwo der sichere Tod gewesen. Es müsste aber durch den... Hör ich das zischen? Nee. Es müsste aber durch die Knochen dann da auch noch oben blockiert sein. Ja, die müsste ich dann nämlich gefahrlos nehmen können oder rausnehmen können, zumindest die Sachen. Da zischt was, da knistert was. So. Da kommt Lava runter. Habe ich ganz genau gemerkt. Das heißt, entweder sind meine Knochen verbrannt oder sie sind so, dass sie nicht blockieren. Wie mache ich das jetzt am besten? Wahrscheinlich hier, ne? Das Problem ist halt, man sieht die Lava immer nicht. Das ist scheiße. Wenn ich da jetzt aufmache, bin da wahrscheinlich am Arsch. Also hier ist noch sicher, okay. Da ist nicht mehr sicher. Gut, dann hier längs. Ich weiß nämlich auch leider nicht mehr, wie hoch das jetzt war. Da ist es zumindest nicht. Da ist es auch nicht. Aber da bleibt die Lava zumindest fest. Okay. Ich denke mal, dann kann ich hier auch, ne? Gut, also irgendwo ist da meine Knochen nach oben. Das kann ich schon mal sagen. Die kommt jetzt hier nicht rein, ne? Nee. So. Gut, die fließt wahrscheinlich da unten dann einfach weiter. Ist schon so ein bisschen riskant. Da oben ist auf jeden Fall vorbei. Das heißt, bis da muss ich rauf. Gut. So, was kann man da was erkennen? Nein. Wenn ich da zumache, müsste ich eigentlich laufen können. Hat ja gut geklappt. So, machen wir so. Okay, die fließt ab. Oh, 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 ich vermute fast, meine Knochen sind verbrannt. So weit unten war es jedenfalls nicht. Ich habe nur keine Fackeln mehr, das ist scheiße, aber hier ist Kohle. Das heißt, dann habe ich auch wieder 8 Fackeln, immerhin. Da kann er zumindest was sehen, das ist auch schön, oder? So. Gut, da kann ich nicht laufen. Dann machen wir das dasselbe nämlich nochmal. Nee, ein weiter rein noch, ne? So. Nochmal hier nämlich zu, dann machen wir hier auf und dann fließt die Lava nach unten weg. So. Kann man hier auch wieder wegmachen. Ich glaube, da geht gerade eine Fackel in Flammen auf. Gut. Oder auch nicht, das wird sich zeigen.
Da sind meine Knochen. Ich habe sie gesehen. Okay, die Knochen sind noch da. Das heißt, ich werde sie mir einmal holen. Die bleibt, ne? Die bleibt. So. Da sind die Knochen. Das heißt, mein Zeug ist noch da. Oh, oh, wehe. Hä? Darf ich jetzt mal bitte hier... So wollte ich zumachen. Na, na. Hörst du auf, hier zu brennen? Hörst du auf, hier zu brennen? Hör. Nö. Nö. Ist aber gut hier. Ah! Mann. Blöder Scheiß. Was ist das denn hier für ein... Ach, elender Rotz. Wäre schon wieder fast draufgegangen. Ah, wir sehen uns unten. So, hier ist die Zwischenhöhle. Ah, ein bisschen aufs Licht achten. Aha. Ups. Das Problem ist halt mit der Lava, man hängt auch sofort fest und kommt nicht weg. Aua. Hier hätte ich mich hochgebaut, ne? Ja, ich glaube, ja, da hatte ich mich hochgebaut, okay. So, dann gucken wir doch mal. Ups. Ja. Ja, wird gleich wieder hell, keine Sorge. So. So, da ist Lava. Das können wir festhalten, ne? Das heißt, ich baue mich hier wieder ein Stückchen rein. Ups. Die Fackel ist auch gleich hin. Es wird scheiße. Die Fackel, die Hacke. Genau, Lava. Warum auch immer sie dann nicht sichtbar ist, fließt dann hier runter. Das war ja dann hier relativ sicher dann auch, ne? So. Gucken wir doch mal. Da kann man dann zumachen, das müsste dann... Genau, warum auch immer. Aber meine Knochen hatte ich schon wieder gesehen, das heißt... Mal lieber hier einen auf Nummer sicher gehen. Ja, mal großflächig mal außen rum graben hier. So, hier ist sicher, hier ist sicher, hier ist auch noch. Es ist nämlich... Ah, scheiße, jetzt ist meine Hacke nämlich gleich morsch. Verdammt! Da sterbe ich jetzt aber nicht, ne? Nee. Da sind meine Knochen. Jawoll, ja, geht doch. Dann machen wir nämlich dieses Scheißding hier mal zu. So. Blöde scheiß Lava hier. Verdammt, so. Gut, ich guck mal rein. So, dann nehme ich nämlich nur das mit, was ich auch gebrauchen kann. Mensch, hier. Zack. So, einmal umsortieren. Ah ne, die kann man, da kann man nur rausnehmen, dann kann man nichts reintun. Meine Diamanten, das Gold, Silber, Zinn. Das Eis, das Obsidian, das übrigens ausreicht mit 12 Stück. Die Fackeln nehme ich auf jeden Fall mit. Das gute Werkzeug nehme ich mit. Ja. Den Eimer nehme ich wieder mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Kurz mal am Kinn kratzen. So, das Brot nehme ich mit. Das Glas nehme ich mit.
Das nehme ich mit, das nehme ich mit und... Nee, kann man tatsächlich nichts reintun. So, die Sache ist nämlich, wenn ich das jetzt abbaue, verschwinden nämlich all diese Dinge, die da noch drin sind. Und das würde ich ganz gerne tun. So, zack. Hä? So, wollte gerade sagen... Da. Haben wir's denn? Ey, naja, gut, dann... ach nee, es geht wahrscheinlich nicht, wenn noch was drin ist, ne? Da ich ja nichts wegschmeißen kann, machen wir das mal so. So. Nämlich das hier kommt weg und das hier kommt weg. So. Gut. Dann kann ich hier nämlich einmal kurz wieder zumachen. So, dann nehmen wir das nämlich mit rein. Und ja, so. Ja, doch. Machen wir so. Und dann verschwinden die nämlich. Siehst du, dann sind die nämlich weg. So, das Zeug, naja gut, was soll's, das nehme ich alles mit. Ich werde mich hier jetzt nicht weiter nach oben graben. Weil jetzt haben wir nämlich den Salat wieder. Ich mache das hier mal wieder auf. Ups. Da ist nämlich der Lavasee da oben. Da wäre ja fast ein drittes Mal was geworden. Gut. Also, mein Zeug ist gesichert. Ich werde mal ganz schnell mich drum kümmern, dass ich ein Stückchen zu trinken bekomme. Ja, oder auch nicht. Leer und Glas. Ach nicht, ist das. Ah, die kann man stacken. Geil, die Gläser kann man stacken, die Eimer kann man nicht stacken. Das ist auch scheiße, sowas. Gut, mein Zeug ist gesichert und was da nur alles drin ist, werden wir uns nächstes Mal anschauen. Ich wollte die Folge ein bisschen kürzer halten, einfach nur, weil es so eine kleine Special-Folge war. Hat ja dann doch noch geklappt. Ich glaube, ich gehe ins Bett. Also. So, das war's. Ja, funktioniert super. Laufen kann ich auch nicht mehr. Also irgendwie ist das noch so ein bisschen verbuggt. Aber das ist egal. Wir sehen uns. Ich kann nicht mehr laufen. Tralalala. Egal. Ich bringe das in Ordnung. Wir sehen uns nächste Woche ganz regulär. Und nee, wir sehen uns gar nicht nächste Woche. Wir sehen uns nämlich schon diese Woche, weil wir haben ja schon Dienstag inzwischen. Und wir sehen uns am Wochenende. Tschö.